Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris und ich stecke heute für unseren YouTube-Kanal Modbox die Typhoon EG V80 AHK ja, Seilwände vor. Dieser Mod ist natürlich für die Forstwirtschaft gedacht und soll euch helfen, wenn ihr Bäume in unwegsamem Gelände fällt, dass ihr euch die mit der Seilwinde quasi dann an einen Punkt ziehen könnt, wo ihr den Baum dann be- oder verarbeiten könnt. Der Mod ist nur für PC und Mac, weil er glaube ich ein Skript verbaut hat, weil ihr die Seilwinde ja wirklich gewisse Zeit lang ziehen könnt und so weiter, zumindest würde ich behaupten. Der Modder selbst, 50 Keda, schreibt in seiner eigenen Modbeschreibung, dass dieser Mod nur für PC und Mac ist. In einem Shop finden wir das Ganze natürlich unter Geräte, Forstmaschinen und hier haben wir die Typhoon für 4500. Es lässt sich nichts konfigurieren, die wiegt 410 Kilo, braucht 70 PS maximal Leistung und hat eine Arbeitsbreite von 2,2 Meter, beziehungsweise ist ja Quatsch. Das Ganze nutzen müssen wir natürlich den Traktor starten. Wir müssen, ich fall mal schon weg, die Seilwinde schon mal starten. Ihr könnt die auch rauf und runter oder auch kippen, ne, so wie ihr es halt benötigt. Aber sie muss halt gestartet sein, dann könnt ihr quasi rausgehen. Könnt zum Beispiel zu einem Baumstamm hingehen und sagen jetzt hier Typhoon anbringen löst mit B. Und schon seht ihr, zack, ist die Seilwinde dran. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, über die Umschalttaste links und Y das Ganze fern zu bedienen. Und ihr müsst jetzt nicht im Traktor sitzen, der muss halt nur an sein. Und wenn ich jetzt sage Y, seht ihr, zieht er sich den Stamm ran. Ne, mit X könnt ihr jetzt so nichts mehr machen. Jetzt könnt ihr quasi wieder hingehen, wenn ihr jetzt mal den Stamm hier dran habt. Ne? Mal gucken, normalerweise müsst ihr auch genau, es geht auch für Umschalttaste Y. Könnt ihr euch den Baum quasi ranziehen. Jetzt die Drehzahl geht auch schon mit hoch. Und dann, wenn ihr es wieder lösen wollt, müsst ihr natürlich aussteigen, müsst ihr hingehen und sagen, mit B lösen. So, jetzt ist die Seilwinde wieder ab und ihr könnt ganz mal weiterfahren. Und es passiert gar nichts. Ja. Mehr kann ich euch zu diesem Mod gar nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.